Tag zusammen. Ja, heute grille ich tatsächlich mal wieder nach diesen Brat- und Backorgien die letzten Tage. Und zwar gibt es heute ein. Was gibt es eigentlich? Heute gibt es ein Roast Beef vom Biorind. Dazu habe ich dann noch eine Chimichurri-Soße gemacht. Sehr lecker, sehr lecker. Und na gut, ein bisschen Braten tun wir. Und zwar in der Einsatzpfanne mache ich noch ein paar Bratkartoffeln und ein paar karamellisierte Karotten. Boah, das wird ein Fest. Also bleibt dran. Also normalerweise kennt ihr das ja von mir, dass ich euch mal kurz vorstelle, was es so alles gibt und wie die Produkte im Rohzustand aussehen. Aber Leute, es ist so kalt draußen. Wenn ich das Fleisch rausholen würde und euch erklären würde und es salzen würde, dann würde es viel zu stark abkühlen. Von daher ist es jetzt noch drin. Aber was ich gemacht habe, ich zeige euch mal eben die Kartoffeln und die Möhren. So, und die habe ich jetzt auch schon auf den Grill getan. Schauen wir uns das mal an. So, da sind sie drin, brutscheln vor sich hin. Und das Fleisch werde ich dann einfach später nochmal dazugeben. Ja, genau so. So, das sind die drei Roast Beefs. Und ihr seht auch, die haben eine unterschiedliche Dicke. Der hier in der Mitte ist etwas dicker. Ah ne, der hier ist etwas dicker als zum Beispiel das hier. Tut aber keinen Abbruch. Das heißt, wir hauen sie jetzt mal drauf und grillen sie jetzt mal richtig scharf an. So, dann drehen wir sie einmal rum. Sehr schön. So, dann flippen wir sie nochmal. Bisschen blöd mit dem Ablagerost. Naja, machen wir nächstes Mal anders. So, dann ein letztes Mal. Ah, hast du einen Fehler gemacht? Nein. Müssen so Steaks aussehen? Ich denke ja. So, ganz zum Schluss drehe ich sie nochmal hier auf die Fettseite ganz kurz. Damit das schön knusprig wird. Jetzt wird es auch endlich warm hier. So. Dann noch mal ein paar Minuten hier ablegen und verkabeln. Kann man gar nicht sehen. Mein Gott, da hinten sind sie. So. Kann man das sehen? Beide. Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir sie auch raus.
runter. Lassen Sie noch mal ein bisschen abkühlen. Beziehungsweise einfach mal ruhen lassen. Ja, im Winter ist vieles anders. Kein Anschneiden draußen, kein Probieren draußen, kein Quatsch machen draußen, weil es einfach saukalt ist. Und das seht ihr hier auch schon an meinem Atem. Trotzdem habe ich es mir nicht nehmen lassen, das, was ihr eben schon gesehen habt auf dem Teller, ein kleines Stückchen von diesem Roastbeef mit dem Chimichurri. Der Chimichurri der Soße. Und ich sage mal eins. Also, die Kombination Roastbeef mit Chimichurri. Dazu, und die Chimichurri ist ja so ein bisschen bitter, knoblauchlastig, da ist auch noch eine gewisse, ja natürlich Schärfe drin, auch von der Limette so ein bisschen Säure. Dazu dann die Bohnen. Was ein Quatsch! Dazu dann die Möhren, karamellisiert mit dem Agavendicksaft. Dieser Gegenpol, diese Kombination, passt einfach ganz, ganz hervorragend. Kann euch nur empfehlen, macht es nach. Das schmeckt total lecker. Das ist eine Explosion im Gaumen, tatsächlich. Freut euch, ihr Kinder, freut euch. Freue mich, wenn euch dieses Video Spaß gemacht hat, genauso wie mir. Ich hoffe, dass es jetzt irgendwann auch mal wärmer wird, aber wir haben Anfang Januar. Ich gebe die Hoffnung trotzdem nicht auf. Freue mich über jeden Kommentar, freue mich über jeden Daumen hoch, freue mich über jeden neuen Abonnenten. Die Kommentare will ich natürlich auch zeitnah beantworten. Ansonsten bleibt gesund und macht es gut.